Serienmörder, böse Geister und jede Menge riesige Explosionen. Das sind die Filme, die ihr 2023 nicht verpassen solltet. Warnung, dieses Video enthält schnelle, blinkende Bilder. Wir raten zur Vorsicht, insbesondere für Personen mit photosensitiver Epilepsie. Wie schon bei seinem letzten Film Old, der auf einer Schweizer Graphic Novel basiert, wird M. Night Shyamalan auch für seinen nächsten Film auf interessantes Quellenmaterial zurückgreifen. Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass Knock at the Cabin Shyamalans kommender Thriller auf Paul Tremblays Horrorroman The Cabin at the End of the World basiert. Obwohl wir noch nicht wissen, wie Shyamalans Version der Geschichte die Erzählung verdrehen wird, folgt The Cabin at the End of the World einem Paar und seiner Tochter, die von einer Gruppe mysteriöser, bewaffneter Fremder in ihrer abgelegenen Hütte angegriffen wird. Die Eindringlinge behaupten, dass ein Mitglied der kleinen Familie geopfert werden muss, um die Welt zu retten, was zu einer angespannten Pattsituation mit unvorstellbaren Folgen führt. In Shyamalans Film spielen Jonathan Groff, Ben Aldridge und Kristen Kui die gefährdete Familie, während Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird und Abby Quinn die Eindringlinge spielen. Wenn Knock at the Cabin am 3. Februar 2023 in die Kinos kommt, könnt ihr euch auf wahrhaft schaurigen Horror freuen. Die Multiversumsaga des MCU begann mit Spider-Man No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aber im kommenden Ant-Man and the Wasp, Quantumania, wird es todernst. Dieses Mal werden Scott Lang und seine Verbündeten gegen Kang den Eroberer antreten, einen multiversalen, zeitreisenden Bösewicht, der von Lovecraft County-Star Jonathan Majors gespielt wird. Majors spielte die Rolle zum ersten Mal in Form eines Charakters, der am Ende von Loki Staffel 1 einfach der, der zurückbleibt, genannt wurde, doch jetzt kehrt er zurück, um eine andere Variante des mysteriösen Widersachers zu spielen. Was genau Kang will und wie Scott ihm am Ende gegenübersteht, ist noch ein Geheimnis. Was kein Geheimnis ist, ist, dass unsere Helden definitiv viel Zeit im Quantenreich verbringen werden, wo sie auf eine Figur treffen, die von Bill Murray gespielt wird. Einer von Marvels schrägsten Bösewichten, der böse übergroße Kopf namens MODOK, wird ebenfalls auftauchen. Was genau als nächstes passiert, werden wir erfahren, wenn Quantumania am 17. Februar 2023 in die Kinos kommt. Im Jahr 2015 wurde die Welt von Rocky Balboa durch Creed erweitert, indem der legendäre Boxer beschließt, den Sohn seines verstorbenen Freundes und Rivalen zu trainieren. Das von Ryan Coogler inszenierte Sportdrama mit Michael B. Jordan als Adonis Creed in der Hauptrolle war ein großer Erfolg und brachte Sylvester Stallone seinen ersten Golden Globe ein. Im Jahr 2023 wird die Creed-Franchise mit ihrem dritten Teil fortgesetzt, der auf der ersten Fortsetzung aufbaut, in der Adonis gegen den Sohn von Ivan Drago kämpfte. Dieses Mal wird Jordan selbst auf dem Regiestuhl Platz nehmen, was ihm noch mehr Verantwortung für das Sub-Franchise gibt, das er mit ins Leben gerufen hat. Tessa Thompson und Felicia Rashad werden ebenfalls als Adonis Freundin bzw. Stiefmutter zurückkehren, aber eine Person, die nicht wieder dabei sein wird, ist Stallone selbst. Da Rocky Balboas Reise am Ende von Creed 2 scheinbar abgeschlossen ist, sieht es so aus, als ob der italienische Hengst fertig ist, zumindest vorerst. Im Ring wird Jordan gegenüber Jonathan Majors stehen, der als neuer Antagonist für die Serie dienen wird. Adonis wird wieder in den Ring steigen, wenn Creed 3 am 3. März 2023 erscheint. Dungeons & Dragons ist seit langem einer der größten Namen in der Fantasy-Szene. Daher ist es nur logisch, dass 2023 ein neuer Versuch, eine Adaption des Franchises, in die Kinos kommt. Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben von den Game Night-Autoren John Francis Daly und Jonathan Goldstein sieht aus, als hätte es das Zeug zu einem cleveren Fantasy-Abenteuer. Ehre unter Dieben folgt einer Gruppe von, nun ja, Dieben, die sich auf den Weg machen, um ein apokalyptisches Ereignis aufzuhalten, das sie versehentlich durch den Diebstahl eines gefährlichen Artefakts verursacht haben. Die Schauspieler Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Justice Smith und Regé Jean Page werden sich auf diese Suche begeben. Natürlich werden auch viele ikonische Kreaturen aus dem Rollenspiel zu sehen sein, von Eulenbären über Mimics bis hin zu Galad-artigen Würfeln. Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben kommt ebenfalls am 3. März 2023 in die Kinos. Im Frühjahr 2023, 4 Jahre nachdem Shazam in die Kinos kam, wird es endlich eine Fortsetzung geben, die von vielen der Personen gemacht wird, die den ersten Film so unterhaltsam gemacht haben. Am Ende von Shazam aus 2019 hat Billy Batson eine Familie von Helden gewonnen, die ihm bei seiner Aufgabe, die Welt zu retten, helfen. Say my name. Billy! No, not my name. No, say the name that I say to turn into this guy. Shazam! Jetzt ist die Welt erneut bedroht und die Familie steht vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt hat.
Anstelle eines verrückten Wissenschaftlers werden Shazam und seine Freunde gegen die Töchter von Atlas antreten, gespielt von Helen Mirren, Lucy Liu und Rachel Ziegler. Viele der Hauptdarsteller aus dem ersten Film sind auch im zweiten Teil wieder dabei, darunter Jack Dylan Grazer als Freddy Freeman und Jaimin Hansu als der Zauberer Shazam. Wir können einen weiteren epischen Film erwarten, wissen aber noch nicht, wie dieser Film mit Dwayne Johnsons Black Adam, einem weiteren Hauptdarsteller der Shazam-Saga, zusammenhängen wird. Wie auch immer, Shazam! Fury of the Gods kommt am 17. März 2023 in die Kinos. How good to see you again so soon, Mr. Wick. Shall I announce you? Yes, please. Eigentlich sollte das vierte Kapitel der John Wick-Saga bereits 2021 erscheinen, aber die Covid-19-Pandemie hat die Dinge ein wenig verzögert. Jetzt wissen wir, dass wir im Frühjahr 2023 endlich die nächste Phase der stetig wachsenden Geschichte des Auftragskiller sehen werden. Wir wissen noch nicht viel darüber, wohin Kapitel 4 John führen wird, abgesehen von den Hinweisen, die das Ende von Kapitel 3 hinterlassen hat. Wir wissen natürlich, dass Keanu Reeves in der Titelrolle zurückkehren wird, zusammen mit Ian McShane als Winston, Lance Reddick als Sharon und Lawrence Fishburne als Bowery King. Zu den Neuzugängen im John Wick-Universum gehören Donnie Yen, Clancy Brown, Bill Skarsgård, Rina Sawayama und Hiroyuki Sanada. John Wick wird mit Kapitel 4 am 24. März 2023 in die Kinos kommen. Der fünfte Teil der Scream-Franchise war auch nach einem Jahrzehnt an den Kinokassen ein Kassenschlager. Es dauerte nicht lange, bis ein sechster Film angekündigt wurde. Wir wissen noch nicht viel über Scream 6, aber die Filmemacher haben verraten, dass Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy Brown und Mason Gooding alle ihre Rollen aus dem Requel von 2022 wieder aufnehmen werden. Neben ihnen werden auch Courtney Cox und Hayden Panettiere aus Scream 4 mit von der Partie sein. Leider wird der größte Star der Franchise, Neve Campbell, nach einem Gehaltsstreit nicht als Sydney Prescott zurückkehren. Es wird seltsam sein, Sydney nicht zu sehen, aber Samara Weaving und Tony Revolori werden da sein, um die Besetzung in ihrer Abwesenheit abzurunden. Scream 6 wird am 31. März 2023 in die Kinos kommen. Nachdem das Dark Universe-Experiment 2017 mit Die Mumie gescheitert war, versuchte Universal Pictures einen neuen Ansatz für seine klassischen Filmmonster und bescherte uns dabei Filme wie Der Unsichtbare. Jetzt gehen sie mit Renfield, einem Film über einen der berühmtesten Handlanger der Horrorgeschichte, einen ganz anderen Weg. Unter der Regie von Chris McKay und mit Nicholas Holt in der Hauptrolle erzählt Renfield die Geschichte des Dieners von Graf Dracula, der ein neues Leben und eine Chance auf eine eigene Agentur bekommt, als er sich in eine Verkehrspolizistin verliebt und sich auf eine unwahrscheinliche Reise begibt. Als ob das nicht schon lustig genug wäre, wird in Renfield auch noch der einzigartige Nicholas Cage in der Rolle des Graf Dracula zu sehen sein. Eine Traumrolle für den legendären Schauspieler. Renfield erscheint am 14. April 2023 in seiner ganzen vampirischen Pracht. Ein Jahrzehnt nach dem Reboot des Evil Dead-Franchises durch Regisseur Fede Alvarez werden Sam Raimis Deadites in Evil Dead Rise erneut in den Kinosälen wüten. Diesmal wird die Handlung in ein Wohnhaus in Los Angeles verlegt, wo die Wiedervereinigung zweier Schwestern durch ein altes Buch gestört wird, das die Deadites entfesselt. Der Film markiert das erste Mal, dass ein Evil Dead-Film in einem städtischen Umfeld spielt, was eine interessante Abwechslung sein dürfte. Drehbuchautor und Regisseur Lee Cronin ist für diese Neuauflage des Franchises verantwortlich. Jetzt, da Sam Raimi und Bruce Campbell als ausführende Produzenten fungieren, ist es an der Zeit zu sehen, was Cronin mit den Deadites anstellen kann. Evil Dead Rise kommt am 21. April 2023 in die Kinos. Groovy. James Gunn hat bereits 2017 angekündigt, dass er für einen dritten Teil der Guardians of the Galaxy-Reihe zurückkehren würde, aber da wussten wir noch nicht, dass die Wartezeit so lang sein würde. Es war ein etwas holpriger Weg. Gunn wurde gefeuert und schließlich von Marvel wieder eingestellt. Aber jetzt scheint Guardians of the Galaxy Volume 3 endlich auf Kurs zu sein. In einer Sneak Peek auf der San Diego Comic-Con 2022 wurden Spannungen zwischen Star-Lord und Gamora sowie eine Herkunftsgeschichte für Rocket Raccoon angedeutet. Neben den üblichen Verdächtigen werden in Volume 3 auch Maria Bakalova als Cosmo, der Space Dog, Will Poulter als Adam Warlock und Chukwudi Iwuji als der High Evolutionary zu sehen sein. Die Guardians of the Galaxy werden in der Weihnachtssaison 2022 für das allererste Weihnachtsspecial des MCU auf Disney Plus zurückkehren. Guardians of the Galaxy Volume 3 wird ein paar Monate später, am 5. Mai 2023, in die Kinos kommen. Die Fast and Furious Saga ist seit Jahren ein unaufhaltsamer Franchise-Moloch, aber jetzt wird es endlich ruhiger, was die Hauptfiguren der Geschichte angeht. Der kommende
10. und 11. Teil der Serie wird die Geschichte der Familie Toretto und ihrer aufregenden Heldentaten zu Ende bringen. Die üblichen Hauptdarsteller sind für den vorletzten Teil der Reihe wieder dabei, darunter Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, Jordana Brewster und Sung Kang. Dazu gesellen sich Neuzugänge wie John Cena und Charlize Theron. Was die Neuzugänge betrifft, so sind Jason Momoa, Brie Larson und Rita Moreno in den Hauptrollen zu sehen. Es ist auch der erste Fast and Furious-Ausflug von Regisseur Louis Leterrier, der Justin Lin während der Produktion ersetzt hat. Fast and Furious 10 kommt am 19. Mai 2023 in die Kinos. Spider-Man: A New Universe ist einer der am meisten gefeierten Superheldenfilme des letzten Jahrzehnts. Ein großer Animationsfilm-Hit für Sony Pictures, der einen Oscar für den besten Animationsfilm gewann und ein ganzes Multiversum neuer Möglichkeiten für seine Fortsetzung eröffnete. Im Jahr 2023 werden wir ihn endlich selbst sehen können. Wie im ersten Film werden sich Miles Morales, Peter B. Parker und Gwen Stacy als Spider-Helden zusammentun, um die Welt zu retten. Aber dieses Mal werden sie neuen Freunden und Feinden begegnen. Oscar Isaac ist zurückgekehrt, um Michael O'Hara alias Spider-Man 2099 zu spielen, eine Figur, die in einer Post-Credit-Szene des ersten Films eingeführt wurde. Issa Rae ist ebenfalls als Jessica Drew, besser bekannt als Spider-Woman, in den Film eingestiegen, während Jason Schwartzman den als Spot bekannten Spider-Man-Bösewicht spielen wird. Across the Spider-Verse kommt am 2. Juni 2023 in die Kinos und wird 2024 von Spider-Man Beyond the Spider-Verse abgelöst. Die Transformers-Filmreihe entwickelt sich immer weiter. Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Michael Bay die Live-Action-Adaption der beliebtesten verkleideten Roboter der Welt auf den Markt gebracht hat. Aber die Autobots und Decepticons finden immer wieder neue Wege, um auf die große Leinwand zurückzukehren. Im Jahr 2023 werden sie es zum 7. Mal tun, und dieses Mal werden sie von den Maximals begleitet. Transformers: Aufstieg der Bestien ist eine in den 90er Jahren angesiedelte Geschichte, die Elemente der beliebten Beast Wars-Storyline einführt. Diesmal geht es nach Brooklyn, wo Optimus Prime auf einige neue Gesichter trifft und gegen die bösartigen Terrorcons antritt. Die Autobots werden im Kampf nicht allein sein. Zum ersten Mal werden sie von den Maximals begleitet, transformierende Roboter, die zu Tieren werden, mit Ron Perlman als Stimme des treffend benannten Optimus Primal. Das ist eine völlig neue Dimension der Transformers-Filmgeschichte, die am 9. Juni 2023 in die Kinos kommt. Eine Verfilmung von The Flash ist schon seit über einem Jahrzehnt in Arbeit, lange genug, um der Figur bei The CW ein ganz anderes Leben zu ermöglichen. Nach einer langen Liste von Drehbuchautoren und Regisseuren, die sich durch das Projekt bewegten, ohne es zu vollenden, wird der lang erwartete DC Comics-Film mit Ezra Miller in der Hauptrolle schließlich im Jahr 2023 anlaufen. Wir wissen noch nicht viel über die Handlung von The Flash, aber wir wissen, dass die Serie im DC-Multiversum spielen wird und die von Ben Affleck und Michael Keaton gespielten Batman zurückbringt. Außerdem werden wir eine neue Live-Action-Version von Supergirl sehen, die von Sacha Kaye gespielt wird, was die Voraussetzungen für noch mehr Spin-off-Potenzial schafft. Das ist aber nicht das, was die Leute wirklich über den Film reden lässt. I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it. The Flash hat in letzter Zeit nicht wegen seiner Nebenrollen oder der Vision von Regisseur Andy Muschietti von sich reden gemacht, sondern wegen Millers unberechenbarem Verhalten und seinen häufigen Konfrontationen mit der Polizei. Nun stellt sich die Frage, wie Warner Brothers mit diesen Problemen im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung des Films umgehen wird. Wie auch immer die Umstände sein mögen, es sieht so aus, als ob The Flash am 23. Juni 2023 anlaufen wird. 15 Jahre nach seinem letzten Auftritt in einem Spielfilm wird Indiana Jones auf die große Leinwand zurückkehren, und zwar wahrscheinlich zum letzten Mal mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Der noch unbetitelte 5. Indiana Jones Film befindet sich schon seit Jahren in der Entwicklung, aber nun ist er endlich auf dem Weg. Obwohl Regisseur Steven Spielberg weiterhin als Produzent an Bord ist, führt der Oscar-Preisträger bei Indy 5 zum ersten Mal nicht Regie. Diese Ehre hat er dem Logan-Regisseur James Mangold überlassen, der auch das Drehbuch mitverfasst hat. Neben Harrison Ford, der 2022 80 Jahre alt wird, werden Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook und andere mitspielen. Nicht nur Harrison Ford wird mit ziemlicher Sicherheit Hut und Peitsche an den Nagel hängen, sondern auch Komponist John Williams hat angedeutet, dass er sich nach dem Schreiben der Filmmusik für Indy 5 zurückziehen könnte. Es wird eine epische Rückkehr für Indy sein, aber es könnte auch ein Abschied von zwei der einflussreichsten Figuren der Filmgeschichte sein. Indiana Jones 5 kommt am 30. Juni 2023 in die Kinos. Die Mission Impossible Filme sind mit jedem Teil größer und besser geworden. Tom Cruise spielte Ethan Hunt zum ersten Mal im Jahr 1996.
Seitdem hat er die Figur zu einer Art Superheld gemacht und dabei immer waghalsigere Stunts absolviert. Jetzt steht uns der bisher größte Mission Impossible-Film bevor. Im 7. Film der Reihe wird Cruise wieder mit Regisseur Christopher McQuarrie zusammenarbeiten, dem Mastermind hinter den beiden vorherigen Mission Impossible. Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Vanessa Kirby und Simon Pegg sind ebenso mit von der Partie wie die Serienneulinge Hayley Atwell, Tom Clementiff und Holt McCallany. Hans Mission wird sich mit einer globalen Verschwörung befassen und das Wesen der Wahrheit in der Öffentlichkeit neu definieren. Im Jahr 2022 verriet Cruise, dass der Film den Untertitel Dead Reckoning Teil 1 trägt und ein zweiteiliges Abenteuer darstellt, das erst im Jahr 2024 seinen Abschluss finden wird. What's done is done. And what we say it's done. Mission Impossible – Dead Reckoning Teil 1 erscheint schließlich am 14. Juli 2023. Christopher Nolan-Filme sind heutzutage ein Ereignis für sich, denn Nolan nutzt jedes Quäntchen seines Einflusses, den er durch seine Batman-Blockbuster gewonnen hat, um große Filme zu drehen, die er sonst vielleicht nicht in Angriff nehmen könnte. Im September 2021 enthüllte Nolan, dass sein nächstes Projekt Oppenheimer sein wird, ein Film über den legendären Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer und seine Arbeit an der Entwicklung der ersten Atombombe. Cillian Murphy, der mit Nolan an der Dark Knight-Trilogie und Inception gearbeitet hat, wird die Titelfigur während seiner Jahre im Manhattan-Projekt spielen. Zu den zahlreichen Nebendarstellern des Films gehören unter anderem Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, David Dastmalchian, Jason Clarke und viele, viele mehr. Oppenheimer wird am 21. Juli 2023 die Kinokassen klingeln lassen. Oppenheimer ist nicht der einzige mit Stars besetzte Blockbuster, der am 21. Juli in die Kinos kommen wird. Obwohl der Film auf einer Puppenmarke für jüngere Mädchen basiert, wird Barbie im Jahr 2023 für Aufsehen sorgen, weil so viele talentierte Menschen beteiligt sind. Die für den Oscar nominierte Greta Gerwig übernahm die Regie und schrieb gemeinsam mit ihrem Partner, dem ebenfalls für den Oscar nominierten Noah Baumbach, das Drehbuch. Als Margot Robbie und Ryan Gosling als künftige Barbie und Ken angekündigt wurden, war das Internet schon ganz aufgeregt. Wir wissen noch nicht viel über die Handlung von Barbie, aber Fotos vom Set lassen auf eine neonfarbe Ästhetik schließen, die von den 1990er Jahren inspiriert ist. Robbie und Gosling werden von einer spektakulären Nebenbesetzung begleitet, darunter Simu Liu, America Ferrera, Issa Rae, Kate McKinnon, Harry Neff, Michael Cera und Will Ferrell. Phase 4 des MCU war bisher ein interessantes Projekt, das sowohl Spielfilme als auch die Streaming-Shows auf Disney Plus genutzt hat, um neue Charaktere und Konzepte einzuführen. Jetzt steht eine der großen Belohnungen für diese Einführungen vor der Tür. Unter der Regie von Nia DaCosta wird The Marvels, Carol Danvers mit der Tochter ihrer besten Freundin Monica Rambeau und der frisch gebackenen Miss Marvel Kamala Khan zusammenbringen. My costume is near perfect, just pending the final flourish. Still trying to think of that flourish. It'll come to me any second now. Abgesehen von der Besetzung, zu der auch die Rückkehr von Samuel L. Jackson als Nick Fury gehört, wissen wir noch nicht viel über die Handlung des Films. Natürlich haben Carol, Monica und Kamala eine lange gemeinsame Comicgeschichte, sodass wir es kaum erwarten können zu sehen, wie die Funken fliegen, wenn The Marvels am 28. Juli 2023 in die Kinos kommt. Im Sommer 2023 wird das DCEU einen seiner bisher interessantesten Neuzugänge bekommen, den Fanliebling Blue Beetle. Unter der Regie von Angel Manuel Soto spielt Cholo Marie Duenya die Rolle von Jaime Reyes, einem Teenager aus El Paso, der auf ein außerirdisches Artefakt in Form eines mysteriösen blauen Skarabäus stößt. Als er damit interagiert, passt es sich seinem Körper an und verleiht ihm einen außerirdischen Exo-Anzug mit außergewöhnlichen Kräften, der ihn in den als Blue Beetle bekannten Superhelden verwandelt. Neben Mario Duenya sind Javi Gien, Bruna Marquezine, George Lopez und Raúl Max Trujillo in den Hauptrollen zu sehen. Außerdem wird Susan Sarandon in der Hauptrolle eines neuen Bösewichts zu sehen sein, der speziell für den Film geschaffen wurde. Blue Beetle kommt am 18. August 2023 in die Kinos. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass Conjuring, die Heimsuchung, in die Kinos kam und das Franchise zeigt keine Anzeichen dafür, langsamer zu werden. Zusätzlich zu den drei Filmen der Conjuring-Hauptreihe haben sich inzwischen mehrere Spin-off-Filme zu eigenen Unterzweigen entwickelt. Allen voran die böse Puppenreihe Annabelle. Nun soll ein weiterer Conjuring-Ableger in die Fortsetzung gehen. Im Jahr 2023 wird Warner Bros. The Nun 2 veröffentlichen, eine Fortsetzung der Saga um den dämonischen Geist Warlock. Es wird erwartet, dass Thaisa Farmiga für die Fortsetzung als Schwester Irene zurückkehrt, eine Frau, die im Europa der Mitte des 20. Jahrhunderts gegen das Böse kämpft, während Bonnie Ahrens erneut die böse Nonne spielen wird. Regisseur Michael Shaves wird den Film inszenieren und Malignant-Autorin Akela Cooper wird das Drehbuch schreiben. Warlock wird rechtzeitig zur Halloween-Saison 2023 zurück sein und am 8. September desselben Jahres erscheinen.
Seit Venom 2018 in die Kinos kam, hat Sony Pictures langsam ein eigenes Marvel-Universum aufgebaut. Im Jahr 2023 werden wir zwei neue Teile dieses aufstrebenden Franchise bekommen, beginnend mit Kraven the Hunter, der ersten Leinwandumsetzung der Titelfigur. Kraven, der schon zu Sam Raimis Zeiten als möglicher Bösewicht in den Spider-Man-Filmen im Gespräch war, ist ein Jäger, der durch die Welt reist und das tödlichste Wild auf dem Planeten zur Strecke bringt. Das führt ihn schließlich zu Spider-Man, einem mächtigen Gegner, den Kraven als die ultimative Beute ansieht. Die neue Version des Charakters wird zwar nicht gegen Spider-Man antreten, aber er wird vom ehemaligen Avenger Aaron Taylor Johnson verkörpert. An seiner Seite werden Ariana DeBose als Calypso, Christopher Abbott als Foreigner und Fred Hatchinger als Kravens Halbbruder Chameleon zu sehen sein. Alessandro Nivola und Russell Crowe sind ebenfalls für die Hauptrollen vorgesehen. Kraven the Hunter wird ab dem 6. Oktober 2023 auf Beutezug gehen. Nachdem er das Halloween-Franchise mit seiner Fortsetzung 2018 wiederbelebt hat, wendet sich Regisseur David Gordon Green nun einer anderen kultigen Horrorreihe zu. Für 2020 wurde Green als Regisseur für einen neuen Teil des Der Exorzist-Franchise angekündigt, der auf der Geschichte des Originalfilms über ein junges Mädchen, das von einem furchterregenden Bösen besessen ist, aufbauen wird. Die Leinwandlegende Ellen Burstyn wird wieder in die Rolle von Chris McNeil schlüpfen, der Mutter des jungen Mädchens, das im ersten Film von dem Dämon Pazuzu besessen war. Nun wird Chris aufgefordert, einer anderen Familie zu helfen, deren Kind besessen ist, möglicherweise von derselben bösen Macht, die Jahrzehnte zuvor versucht hat, ihre Tochter zu holen. An der Seite von Burstyn spielt Hamilton-Durchstarter Leslie Odom Jr. den Vater des besessenen Kindes. Abgesehen von diesen Details wissen wir noch nicht viel, aber Greens Erfahrung mit der Neuauflage von Horrorklassikern macht dieses Projekt zu einem, auf das man achten sollte. Der Film soll am sehr gruseligen Freitag, dem 13. Oktober 2023, in die Kinos kommen. Lange bevor sein erster Dune-Film im Herbst 2021 in die Kinos kam, machte Filmemacher Denis Villeneuve klar, dass er mehrere Fortsetzungen anstrebte. Sein erster Film war nur die Hälfte des epischen Romans von Frank Herbert. Dank des Erfolgs des ersten Films ist nun Dune Teil 2 in den Startlöchern und es scheint, als würde er sogar noch großartiger werden als sein Vorgänger. Die Darsteller des Originalfilms werden alle ihre Rollen wieder übernehmen, mit Ausnahme der Figuren, die den ersten Teil nicht überlebt haben. Mit dabei sind dieses Mal Florence Pugh, die Prinzessin Irulan spielt, wird, Austin Butler als Harkonnen-Kämpfer Fade Rauther, Christopher Walken als Imperator Shaddam IV. Und Lea Seydoux als Lady Margot. Der Film setzt dort an, wo der erste Teil aufgehört hat. Paul Atreides und seine Mutter schließen sich den Fremen in ihrem Kampf gegen die Harkonnen-Invasion auf Arrakis an. My road leads into the desert. I can see it. Dune Teil 2 landet am 3. November 2023 in die Kinos. Aquaman ist seit Batman wie Superman von 2016 Teil des DC Extended Universe. Aber seine Popularität explodierte 2018, als er endlich sein eigenes Solo-Abenteuer auf der großen Leinwand bekam. Eine Aquaman-Fortsetzung war bisher für die Weihnachtssaison 2022 geplant. Aber jetzt müssen wir ein weiteres Jahr warten, um Aquaman and the Lost Kingdom zu sehen. Was genau ist das verlorene Königreich? Wir wissen es noch nicht genau, aber wir wissen, dass Jason Momoas Aquaman sich mit seinem in Ungnade gefallenen Halbbruder Orm zusammentun wird, um den mächtigen Black Manta zu bekämpfen. Außerdem werden Amber Heard als Mira, Temuera Morrison und Nicole Kidman als Arthurs Eltern, Willem Dafoe als atlantischer Visier Vulko und Randall Park als Meeresbiologe Dr. Stephen Shin wieder mit dabei sein. Zum ersten Mal mit dabei sind Johnny Zhao, India Moore und Pilou Asbeck. Außerdem wird Ben Affleck seine Rolle als Batman, der Kreuzritter mit dem Umhang, wieder aufnehmen. Aquaman and the Lost Kingdom wird am ersten Weihnachtstag 2023 endlich seine Geheimnisse preisgeben. Der nächste Film von Martin Scorsese ist ein mit Spannung erwartetes Wiedersehen mit zwei seiner häufigsten Mitarbeiter. Der legendäre Regisseur hat sowohl den Departed-Star Leonardo DiCaprio als auch Taxi-Driver-Star Robert De Niro in Schlüsselrollen für Killers of the Flower Moon, seine kommende Adaption des gleichnamigen Buches über wahre Verbrechen, besetzt. Der auf einer wahren Begebenheit beruhende Film spielt im Oklahoma der 1920er Jahre und verfolgt die Ermittlungen zu einer Reihe von Morden an amerikanischen Ureinwohnern, die zur Gründung des FBI führen. Freut euch außerdem auf die beste Darbietung seiner Karriere von Jesse Plemons, der den leitenden FBI-Ermittler Tom White spielen wird. Leider müssen wir uns noch eine Weile gedulden, bis wir Killers of the Flower Moon endlich sehen können. Ursprünglich sollte der Film 2022 in die Kinos kommen, aber Deadline berichtet, dass der Kinostart auf 2023 verschoben wurde. Wahrscheinlich, um dem Film eine Weltpremiere bei einem großen Filmfestival zu ermöglichen.